Warum bin ich eine Area Directorin? Momentan bin ich ja die Area Directorin von Division D Area 5. Ich habe 4 Clubs in meiner Area. Das sind Ulm Redespatzen, das ist ja meine eigene Home Club. Dazu gibt es in Ulm Danube Sparrows. In Augsburg gibt es einen Toastmasters Club. Und wir haben noch die Allgäuer Speakers. Was sind meine Aufgaben als Area Directorin? Ich habe 2 große Hauptaufgaben. Erstens organisiere ich zusammen mit den anderen Area Directoren einen COT, Club Officer Training. Dieser COT, diese Club Officer Training, organisieren wir 2-mal im Jahr. Da trainieren wir alle Officers von unseren Clubs. Da lernen sie, wie sie ihren Club gut führen und weiterentwickeln können. Zweite große Aufgabe von einer Area Directorin ist, dass sie besucht ihre Clubs. Sie geht und besucht den Clubs und schreibt danach einen kleinen Bericht, wie läuft es in den Club. Erfreulicherweise kann ich sagen, dass meine 4 Clubs sind sehr gut aufgestellt. Warum bin ich Area Directorin geworden? Weil man hat mich gefragt, Irmeli, was hältst du von dieser Rolle? Möchtest du diese Rolle übernehmen? Was sind die Vorteile von dieser Rolle? Du lernst ganz tolle andere Area Directoren kennenlernen und du lernst, wie funktioniert das Toastmasters Clubleben außerhalb deinen eigenen Club. Du lernst ganz viele andere Clubs kennen. Wir suchen natürlich einen Nachfolger, Nachfolgerin für mich. Wenn du Interesse hast, melde dich bei mir. Die Aufgaben und die neue Rolle für dich könnte für dich beginnen ab 1. Juli, also erst in halbes Jahr. Und ich kann dir sagen, diese Aufgabe macht sehr viel Spaß, besonders wenn du wissen willst, wie funktioniert unsere weltweit große Organisation und wenn du lernen willst, wie so ein Club sich gestaltet. Melde dich bei dir, wenn du dich angesprochen fühlst oder wenn du denkst, ich kenne da jemanden, sie oder er wäre doch eine tolle neue Area Director.